PBZ 47832 Opladen Bender. Es ist 18.10 Uhr. Fahren werden wir eine BR 110 409,3 Tonnen schwer. 9 Wagen im Zugverband. 226,6 Meter lang. Finnentrop Güterbahnhof nach Hagen Güterbahnhof. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Simworld 3, Danny Spitters. Wir werden beginnen. Und wenn das ist, mal hier unseren Zug aufrüsten. Richtungsschalter nach vorne verlegen. Werden die Signalleuchten anmachen. Das anmachen. Das lassen wir aus. Werden hier noch ein paar Züge Sicherungssysteme einschalten. Zack. 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 So. Ich glaube, LCB braucht man nicht. Hier natürlich noch den Bremsschlüssel auf einmachen. Müssen natürlich noch den Lüfter einschalten. So, dann würde ich sagen, können wir eigentlich beginnen. Und ihr seht's, welchen Zug ich da ausgewählt habe. Ein PBZ. Bestehend aus einem IC-Wagen, einem Dosto, zwei N-Wagen, wieder ein IC-Wagen, dazwischen dann nochmal wieder ein N-Wagen, ein Dosto und zum Schluss nochmal ein N-Wagen-Steuerkopf bzw. Steuerwagen. Und ich würde sagen, bevor wir hier noch mehr Zeit verlieren, würde ich sagen, beginnen wir. Signal ist auf grün, das heißt, wir können loslegen. Und die DBEC 1369 ist abfahrbereit. Machen wir hier ein schönes Foto. So. Zack. Auf geht's. Lösen die Bremsen. Und legen langsam los. Na also geht doch. Aber die Bremse noch nicht komplett gelöst, dann geht das natürlich nicht. So, können wir es befreien? Wunderschön, wunderschön. So, dann dürfen wir auch gleich auf 100 beschleunigen. Wunderbar. Auf geht's. Haben jetzt noch 42 Kilometer bis Hagen. Schön hier an der Hauptstraße entlang. Ist das eine Bundesstraße oder ist das bloß eine Hauptstraße? Was sagt ihr? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich kenne mich da leider nicht so aus.
Wenn ihr wisst, was das für eine Straße ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Weil ich weiß es leider nicht. Wunderschön. Wunderschön. So, wollen wir mal nicht zu schnell werden. In 2 Kilometer ist dann sowieso erstmal wieder Geschwindigkeitsbegrenzung. Auf 70. Sind jetzt auch unter 1000 Hertz Beeinflussung. Jetzt können wir uns befreien. Wunderschön, auch wie uns die Sonne hier direkt in die Scheibe scheint oder ins Gesicht scheint vielmehr. So langsam aber sicher verabschiedet sie sich. Also sie ist bereits im Begriff, ja, langsam aber sicher unterzugehen. Ich denke mal, es ist ein Herbstabend. Es könnte aber auch noch ein später Sommertag sein. So, wir bleiben einfach mal mit dieser Geschwindigkeit, weil ihr seht es vielleicht, in 2,5 Kilometern ist schon wieder 80. Das heißt, wir brauchen da jetzt gar nicht groß aufzuschalten. Macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Schön über die Brücke, traumhaft.
Ein bisschen zu schnell hier, weil es bergab geht. So, und jetzt haben wir gleich rot. Jetzt haben wir auf jeden Fall gleich rot. Schauen, was dann passiert. Schauen wir mal, was da kommt. Jetzt auf jeden Fall quittieren. So, ist wieder grün. Sehr schön. Wollen aber noch nicht zu schnell werden, weil wir noch unter 1000 Hz Beeinflussung stehen. Möchte ich jetzt ungern über 40 bzw. über 45 fahren. Deswegen bleiben wir noch ein bisschen bei den 40, bis wir uns gleich wieder befreien können am nächsten Signal. Jetzt. Kommt uns eine hübsche Quietsche entgegen. So, mal wieder ein bisschen aufschalten hier, damit wir ein bisschen Geschwindigkeit drauf kriegen. Dürfen auch gleich 110. Sehr schön. Aber, warum habe ich hinten keine Schlussleuchten an? Könnt ihr mir das mal sagen?
So, gleich abermals rot. So, ich glaube, da kommt das gelbe Vorsignal. Müsste jetzt gleich jeden Moment kommen. Da ist es schon. Das ist schon wieder grün. Also ihr seht, es ist ziemlich anspruchsvoll. Es ist nicht einfach so ein chilliges Fahren hier mit LCB und so, sondern hier muss man schon sich schon ein bisschen konzentrieren. Also ich finde das aber auch schön, dass man mal wenigstens was zu tun hat. Und wir haben mit unserem PBZ natürlich keine Priorität gegenüber den anderen Zügen. Und deswegen haben wir hier natürlich öfters mit roten Signalen zu rechnen. Das ist ganz normal. Jetzt schon wieder. Kann natürlich sein, dass sich das wieder auf grün schaltet, ehe wir da sind. Das sind ja immerhin noch 2,5 Kilometer. Aber ich glaube, diesmal scheint es hartnäckig zu bleiben. Schauen wir mal.
Nahtes Gelb. Auch nicht viel schöner, weil dann ist das nächste Signal rot. So, jetzt gelb. Bleiben wir jetzt natürlich erstmal bei der geringen Geschwindigkeit. Wir können es noch ein bisschen rollen lassen, so schnell sind wir ja nicht mehr. Noch ein bisschen vorziehen. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Warum wir überhaupt rot haben? Auf jeden Fall ein bisschen diesig, wie ihr seht. Also klare Sicht ist anders.
Ah, wir dürfen fortfahren. Ja, dann. Bremse lösen. Langsam fortfahren. So, was ist jetzt mit dem Lüfter los? Na also. Dann können wir unsere Fahrt ja fortsetzen. Gleich 90, dann wieder 80. Und gleich schon wieder rot. So, 23 Kilometer sind es noch bis Hagen.
Also wie gesagt, das mit den roten Signalen ist natürlich ganz normal, weil wir keine Priorität haben. Wir sind im Leerzug. So. Die letzten 20. Mal schauen, ob wir noch ein rotes Signal bekommen oder ob wir jetzt mal durchfahren können. Geht hier natürlich steil bergab. Da muss man immer so ein bisschen dagegen bremsen. Wenn man sonst doch deutlich über das Geschwindigkeitslimit treten würde. So, gleich 70, da können wir ruhig schon mal ein bisschen tiefer gehen hier mit der Geschwindigkeit. Ich denke mal, so 19 Uhr wird es wohl, bis wir da sind. Also würde ich jetzt mal behaupten.
Ist natürlich eine lange Fahrt, wenn man so unter 100 fährt. Aber die letzten 16 schaffen wir dann auch noch. Ah, guck an, da dürfen wir gleich schon wieder 100 fahren. So langsam wird's was. Scheint dann jetzt aber dann doch ohne Störung abzulaufen, die weitere Fahrt. Also scheinbar haben wir jetzt alle Züge, die eventuell vor uns sind, ja, mehr oder weniger haben die uns abgehängt, sodass wir dann grüne Welle haben, Gott sei Dank. Aber wir sind mit unseren 80 Stundenkilometern um ein Vielfaches schneller als die PKWs hier nebenan, wenn ihr das mal so vergleicht. Also, ich denke mal, die dürfen nur so 70 auf dieser Straße. So, 100 Stundenkilometer, endlich. Na komm, spring um.
So, und wir halten natürlich am Nebengleis oder auf dem Nebengleis und von dort aus werden dann die einzelnen Waggons auf die Züge verteilt, da wo sie gebraucht werden. Also es ist ja nichts anderes als eine Überführungsfahrt, die wir hier machen. So, 12 Kilometer noch. Dann haben wir's. Ich wundere mich gerade über mich selbst, dass Fahrstufe 5 anscheinend sehr zu passen scheint für die Geschwindigkeit so an die 100 Stundenkilometer. Ist immer so, schwankt immer so ein bisschen zwischen 95 und 96, 97. Also passend. Wobei jetzt 90 angesagt ist. Oh, zum Schluss wollen wir nochmal richtig Geschwindigkeit rausholen. Da stand doch gerade 120, oder bin ich jetzt blöd? Erst erstmal Quittierzeit. 85, das sollten wir hinkriegen. So, alles mit der Ruhe hier. Alles mit der Ruhe, sonst wird's nichts. So, 85 haben wir hingekriegt. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt steht da wieder 120, gerade stand da 100. Das ist wieder Quittierzeit. Ich blicke hier nicht mehr durch. Jetzt wird's interessant. Oh, SIFA dabei, um Himmels Willen. Jetzt ist alles... Wir bleiben einfach erstmal bei 73. Ich glaube, da machen wir nichts verkehrt mit. Wieder quittieren. Bloß keine Langeweile aufkommt. Mein lieber Herr Gesangsverein, jetzt wird's interessant. Ei! Das rote Signal fast übersehen. Leck mich an der Murmel, hätte ich fast gesagt. Das wäre aber beinahe ganz böse in die Hose gegangen. So, jetzt ist erstmal wieder grün. Gott sei Dank. Oh, lecker funny, ey. Gerade noch rechtzeitig gesehen. Junge, 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 Junge. Das wäre ganz böse in die Hose gegangen.
So, jetzt warten wir erstmal ab, bis wir uns befreien können. Wir können dann auf 120 aufschalten. So, das ist der Fall. Dann würde ich sagen, auf geht's. Einfach zum guten Schluss nochmal richtig Geschwindigkeit machen hier. Es war gerade ein bisschen Stress, aber alles elegant hinbekommen. Sogar das leicht übersehene rote Signal haben wir noch gewuppt bekommen. Muss ich ehrlich sagen, also das war schon allerhöchste Eisenbahn. Dass wir da in die Bremsen gestiegen sind. So, jetzt müssen wir natürlich wieder auf der Hut sein, weil 4,9 Kilometer noch bis zum Haltepunkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da mit 120 ankommen sollen. Von daher wird es mit Sicherheit gleich eine Beschränkung geben. Oh ja, auf 40. 3, noch was Kilometer. Da wollen wir uns schon mal langsam hinbewegen. So. 80 reicht erstmal. Weil wenn wir gleich quittieren müssen, steht da sowieso verlangsamen sie auf unter 85 und da sind wir ja dann. Brauchen jetzt noch nicht runter auf 40, das wäre zu früh. Aber so im 80er Bereich glaube ich, ist das schon gar nicht so verkehrt. So. Haben wir das jetzt auch schon erledigt? So, wir lassen uns jetzt einfach rollen hier.
Ich gebe zu, es ist ein bisschen länger geworden heute, das Szenario, die Aufnahmezeit, aber ich hoffe, es ist trotzdem okay. Ihr habt trotzdem Spaß. So, Befreiung möglich. Wollte ich doch gar nicht. Bisschen aufschalten müssen wir aber schon hier. Wenn wir mit Sicherheit gleich einen Gleiswechsel vornehmen. Sag ich doch. Bisschen gegen an aufschalten. Können uns nach wie vor nicht befreien. Jetzt. Gleich schon wieder rot. Kurz vor dem Ziel, aber ganz kurz vom Ziel.
zieht sich gerade etwas hier. Mal nochmal kurz ein rotes Signal, ganz kurz vom Ziel. Schauen, was das bringt, was das heißt. Ach ja, müssen wir da nochmal stehen bleiben oder werden wir wo durchgewunken? Was meint ihr? Ich denke eher, dass wir stehen bleiben. Ja, ihr seht, ich bin hier extra langsam, weil ich die Vermutung habe oder die Hoffnung habe, dass es noch kurzfristig umspringt, aber es sieht nicht danach aus. Nein, wir haben abgelehnt. Dann warten wir halt. Dann warten wir halt. Was passiert? Aber das müsst ihr ja jetzt nicht die ganze Zeit mitmachen. Hört mich dann gleich wieder. Tja, willkommen zurück zu der Folge mit
unserem PBZ nach Hagen. Das hier ist das Problem, warum wir nicht einfahren dürfen. Dieser Güterzug blockiert uns den Fahrweg, wie ihr seht. Und es sieht nicht so aus, als ob der hier in nächster Zeit Platz machen wird. Von daher würde ich sagen, endet das Szenario hier an dieser Stelle. Leider, ich weiß nicht, wann der hier weiterfährt. Ich habe es lange gewartet. Aber er scheint nicht weiterfahren zu können. Er hat Rot, genauso wie wir. Und ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber er hat anscheinend keine Lust weiterzufahren, der Kollege. Es sitzt auch niemand drin, wie ihr seht. Also er hat sich verdünnisiert. Die Lok läuft. Aber es ist, sitzt niemand drin. Und ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich würde sagen, das Szenario endet an dieser Stelle. Schade, es hat Spaß gemacht, aber wir können es leider nicht zu Ende führen, weil er uns hier im Weg steht, wie ihr seht. Und darum haben wir auch Rot und können nicht einfahren. Ich weiß nicht, ob er weiterfährt, wann er weiterfährt. Es sind mittlerweile 6 Minuten um, oder 7 Minuten sogar. Ja, ich denke, das Szenario findet hier an dieser Stelle ein so unsanftes Ende. Es kommt aus dem Creators Club. Vielleicht liegt es daran, ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber ja, es endet an dieser Stelle. Es ist schade, aber es ist so. Wir haben hier oben Rot und ja, ich hoffe, es hat euch bis hierher Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt viel Spaß beim Schauen, habt noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Ich speichere das an dieser Stelle noch. Vielleicht tut sich dann irgendwas nochmal, aber fürs Erste beende ich das hier. Macht's gut, haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Bye, bye.